Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht, wenn du neu im Spiel bist, eine kurze Erklärung. Es gibt ja Fertigkeitspunkte. Die kann man auf verschiedene Arten und Weisen verdienen. Zum Beispiel, wenn man die Hauptstory folgt, dann gibt es eine Möglichkeit, Himmelsscherben zu sammeln. Was sind Himmelsscherben? Ich stehe jetzt gerade vor einer. Das sind so Kristalle, die leuchten so bläulich im Himmel hinauf. Auf der Karte sieht man so, das ist das Symbol. Also ihr könnt hier links zum Beispiel auch schauen, auf dieser Karte gibt es 3 von diesen Himmelsscherben zu finden. Also ihr seht jetzt zum Beispiel, hier hat es eine, dort unten im Dorf hat es eine und hier bei der Kanalisation, da beim Eingang hat es auch eine. Die auf jeden Fall immer einsammeln. Wenn ihr 3 Scherben sammelt, ihr könnt die Taste K auf dem PC drücken, unter Fertigkeiten oder hier oben das Symbol mit dem Schwert. Dort seht ihr zum Beispiel, ich habe jetzt eine Himmelsscherbe schon gesammelt. Wenn ihr 3 Stück von diesen Scherben gesammelt habt, gibt das immer einen Fertigkeitspunkt. Diesen Fertigkeitspunkt könnt ihr danach benutzen, um hier die Fertigkeiten, wo ihr freischaltet, freispielt, zu erhöhen oder freischalten. Es gibt dann auch eine Möglichkeit, dass man die eben umwandeln kann. Zum Beispiel, ihr habt dann die Möglichkeit, ob es dann eine Ausdauerfertigkeit werden soll oder eine Magiefertigkeit zum Beispiel. Ja, das so zum Thema Himmelsscherben. Also die sind sehr wichtig, die auf jeden Fall immer einsammeln. Ich habe jetzt gerade eine eingesammelt. Ihr bekommt dann auch immer eine Benachrichtigung. 2 von 3 Scherben gesammelt. Das heißt, ihr seht jetzt hier, jetzt sind es 2. Jetzt muss ich noch eine sammeln, dann wandelt sich das um in einen Fertigkeitspunkt. Das heißt, immer 3 Himmelsscherben geben dann einen Fertigkeitspunkt. Die braucht ihr unbedingt, damit ihr stärker werdet. Ich habe gerade eine neue Klasse erstellt. Das ist eine Arkanistin. Ich werde die als DD benutzen. Ja, das gibt eigentlich alles so zum Thema Himmelsscherbe. Was das ist, gibt es öfters mal eine Frage, eben, was ist Himmelsscherben, für was sind die gut? Ich hoffe, ich konnte euch so gut wie möglich erklären, für was die sind. Die sind oft auch in den Gewölben drinnen zum Beispiel. Also fast, ja nicht gerade in jedem, aber fast in jedem hat es in einem Gewölbe, da wo so eine Fackel ist, ist meistens verbunden mit einer Quest, manchmal dann mit einem Boss oder eben mit einer Himmelsscherbe. Erhaltet auf jeden Fall Ausschau nach denen. Es lohnt sich, die zu erkunden, die Höhlen. Ihr seht jetzt, dort ist eine Fackel, also ein Gewölbe, dort hat es eine, hier auch, bei der auch. Hier bei dieser auch. Also dort bei der hat es auch eine dazu. Also ihr seht, auf dieser Karte zum Beispiel kann ich 16 Scherben finden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die zu sammeln. Also es gibt einige, die einen neuen Charakter erstellen und dann explizit nur diese Himmelsscherben einsammeln gehen, damit die möglichst schnell stärker werden. Oft findet ihr die auch direkt zu einem Wegschrein. Könnt ihr direkt hinreisen, die einsammeln und ich kann es sonst mal demonstrieren. Ja, ihr seht, die Reitgeschwindigkeit ist noch sehr, sehr bescheiden bei ihr. Auf welcher Karte war ich denn jetzt? Nicht Steinfälle, Stadt der Uhrwerke, genau. Ich
sammle jetzt einfach gerade noch eine dritte ein, damit ihr auch seht, von was ich rede. Einen Moment, bitte. Also die Reitgeschwindigkeit, die lässt echt zu wünschen übrig. Also das wird dann mit der Zeit noch besser. So, ich sammle jetzt die dritte ein. Und jetzt seht ihr dann, ich habe gleich einen Fertigkeitspunkt. Jetzt könnt ihr lesen, ein Fertigkeitspunkt erhalten. Himmelsscherben 0 von 3. Aber dafür habe ich jetzt einen Fertigkeitspunkt freigeschaltet. So funktioniert das eben mit den Himmelsscherben. Ich hoffe, ich konnte es so gut erklären, wie es nur ging. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich probiere es so gut wie ich kann zu helfen. Ich weiß auch noch nicht alles, aber vieles. Ich wünsche euch viel Spaß im ESO, gutes Gelingen und alles Gute und Liebe. Habt eine schöne Zeit in ESO. Bye bye, macht's gut.